Hier bin ich ja vorhin schon hingerannt. Ist doch nicht weiter. Gut, 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 gut. Darf man so ein Game um die Uhrzeit schon streamen? Also, ich glaube, Lost Aiming hat das gestern schon eher gestreamt. Ich glaube, 17 Uhr oder so. Also, keine Ahnung. The Red Goddess, the only one. There is nothing. She's the only one. Schön, die Höllenbrüste hier. Die PC-Version ist übrigens nicht gecuttet, angeblich. It's a trap. I knew it. Ach, guck mal da, Mensch. Himmel. Auf jeden Fall sind diese Videos nicht werbefreundlich. Kann mir aber egal sein, weil bei mir ja eh keine Werbung mehr monetarisiert wird. Also eh keine Werbung mehr geschalten wird. Guilty. Guilty. You can't believe anyone. Da hinten steht doch was. Warum zum Teufel hat man so einen Kopf? Muss ich verstecken? Widerlich! Soll doch extrem eklig und sehr verstörend sein, das Game. Oder verwechsel ich das mit einem anderen Game? Ich wüsste jetzt kein Spiel, was ungefähr dem hier nahe kommt. Aber ja. What's the matter, old man? You feel lost. Fulfill the ritual. Sammel alle Schädel und flieh aus dem Labyrinth des Verstandes. Okay. Scheiße. Das heißt, ich werde hier wirklich nicht rauskommen, weil ich muss hier die ganzen Schädel einsammeln. Mir gefällt auch gerade gar nicht, wie viele Versteckmöglichkeiten es hier gibt, ne? Aber wartet mal, hier sind das hier so Wegen? Sind das Markierungssteine für den Weg? Sieht so aus, ne? Dann können wir es doch gar nicht verlaufen. Oh, er lebt noch. Sie lebt noch. Okay. Women. Lots of them here. Pleasure. No, not here. Was, alle Frauen sind Dämonen? Ah, du bist doch gar kein Dämon. Wir laufen jetzt einfach mal nach den Markierungen, ne? Da müssten wir ja irgendwie wo ankommen, wo es einen Schädel gibt, hoffe ich. Da ist ein Dämon. Oder? Go away. Gosh, I don't trust you. In this, I can't even trust myself. No. Ist er aufgespielt? Nee. Ich kann sagen, haben sie ihm da was... Oh, das ist ein Dämon. Tatsächlich ein Schädel. Ja, Mensch. It's so exciting to see how you evolve. Another took so much more time to do this. Um was geht es? Ja, Flo, um was geht es? Also, ich glaube, man ist in die Hölle gefahren und versucht jetzt seine Seele zu retten. Das ist die Kurzform, glaube ich. Wir sind gerade auf dem Weg, unsere Seele irgendwie. Oder, keine Ahnung. Wir können quasi unsere Hülle wechseln, den Körper wechseln. Unsere Seele ist quasi transportfähig, aber so richtig habe ich noch nicht rausgefunden, was wir machen wollen. Ich glaube, wir wollen aus der Hölle raus. Ist so ein Hide-and-Seek-Game, ja. Also es ist jetzt kein Shooter oder sowas. Es ist halt so ein
Puzzle-Game, glaube ich. Hier kann man einen Ausweg aus der Unendlichkeit finden. Ich habe hunderte Korridore durchquert, die so gewunden waren wie die Pfade des Verstandes eines Wahnsinnigen. Aber ich werde nicht rasten, bevor ich den Ausgang nicht gefunden habe. Ich hätte nie gedacht, dass Blut so begehrenswert wird. Nutzt es, um eure Schritte zu markieren. Das ist der einzige Ausweg. Verliert euren Glauben nicht. Wie soll ich denn mich... Hä? Geht das? Funktioniert das einfach so? Ich weiß nicht wie. Nachtigall, ich will dir trapsen. Also nichts für mich zum Spielen. Ja, also ich wollte es auf jeden Fall mal antesten. Ich weiß nicht, ob ich es durchzocke. Kumpel von mir hat gesagt, ich soll dieses Game mal spielen, weil man sich da... Weil es im Trailer halt auch schon ziemlich skurril aussah. Und... Und halt gruselig. Deswegen dachte ich, warum nicht? Ich habe jetzt übrigens keine Ahnung, welche Schädel wir schon eingesammelt haben, ne? Also das Kreuz brauchen wir jetzt nicht mehr verfolgen. Und ich habe auch keine Übersicht. Hier geht's. Den haben wir schon aufgehoben. Ne, den haben wir noch nicht aufgehoben. Den haben wir aufgehoben. Den haben wir scheinbar auch aufgehoben. Okay, wann das? Ich habe keine Ahnung. Oh, ne, das ist ja das Vieh, das hier versteinert ist. Ne, warte mal. Das haben wir aufgehoben. Das andere müssen wir noch aufheben. Also, hier lang? Nein. Warum schreit hier eigentlich ein Baby? Ist er kaum verstört? Abgesehen davon, dass das Spiel generell verstörend ist, aber... Also hier bin ich mir ziemlich... Oh. Das war ein Dämon, by the way. Von hier sind wir doch gekommen. Genau, hier haben wir den Schädel aufgesammelt, den ersten. Ich habe keine Ahnung, welche noch... Also ich glaube, das normale Kreuz, da waren wir noch nicht. Hier waren wir auf jeden Fall auch noch nicht, weil sonst hätte ich die Figur aufgehoben. Was zockst du momentan eigentlich, Flo? Ich habe gesehen, es gab mal wieder ein Update für DayZ. Alles aufmachen hier. Damit uns die Viecher schneller kriegen. So, apropos. Ah! Das hat mich gar nicht erschrocken. Ging. Wenn ja einfach mal. Wow. Ich weiß jetzt nicht, ob es uns den Ausgang zeigt oder den nächsten Schädel, das ist jetzt die Frage. Ich glaube, es zeigt den Ausgang. Was uns ja nichts bringt, wenn wir nicht den letzten Schädel noch haben oder wie viel hier noch rumliegen. Das ist super, wenn man die ganze Zeit auf Knochen rumtritt und sich damit verrät. Erschreckt mich nicht. Hallo. Mal da hoch. Also hier waren wir definitiv noch nicht.
Machen wir hier lang. Hier kann man ja reinkrabbeln, wie es aussieht. Was ist nur eine versteckte Nische? Klang gerade so, als wäre da ein Dämon über mir gewesen. Wo tauchen? Echt jetzt? So muss ich Essen im Mastdarm fühlen, glaube ich. Hallo? Ah! Was? Achso, ich vergaß, ne? Das ist ja irgendwie der normale Weg hier. Der Tod ist der ganz normale... Ah, hier geht's gar nicht weiter, habe ich das Gefühl. Es könnte jetzt knapp werden mit einer Seele, oder? Seele? Seele, Seele, Seele? Shit. Echt jetzt? Nimm das nicht zu Herzen, du wirst es bald vergessen. Alter, ich bin einfach gestorben. Nein, gab noch kein Update für die Seele. Wir sind seit fast einem Jahr jetzt dran, von 062 auf 063 zu kommen. Ich werde das Game nicht mehr spielen, bis es in der Beta ist. Also, ist es noch nicht mal in der Beta? Ich habe mir eben mal so Ganze gekauft und so eine Art Story-Game mit sehr guten Bewertungen bei Steam. Ansonsten warte ich auf Vampire. Nächste Woche rauskommt und Jurassic World Evolution, welches in 2 Wochen erscheint. Das klingt so nach Konsolentiteln. Irgendwie. Oh shit. Ist wirklich wieder am Anfang gespawnt? Aber gut, dann wissen wir wenigstens, was wir machen. Da hinten ist noch was. So, jetzt kommt das Vieh runtergesprungen, ne? Oder auch nicht. Das hat er scheinbar gesaved. Okay. So, das haben wir ja gerade aufgehoben. Manchmal froh, dass die Viecher keine Augen haben, ne? Oh, was war das? Was war das? Was zur Hölle? Alles bei Steam. Konsole wird erst wieder im November das neue Pokémon auf die Switch. Ja, da wird dann. Ja, alles klar, sehr gut. Neue Pokémon. Was ist denn das so? Dunst aus Fett und der Gestank von verbranntem Blut erfüllten die Kammer mit dem Rauch, der sich in die Lungen bohrte und die Sinne abstumpfte. Endlich erkenne ich besser ihre Gestalt. Ich spüre ihren stinkenden Atem im Nacken, während sie flüstern und von der Dunkelheit verhüllt lachen. Sogar mein eigener Schatten scheint unbeschreibbare Form anzunehmen. Das pulsierende Geklapper von Hufen ertönt irgendwo in meinem Hinterkopf. Wie soll ich die Grenze des Wahnsinns überschreiten? Der von mir herbeigerufene Dämon ist nur der Anfang des gewundenen Pfades über die Grenzen meines eigenen Verstandes. Okay. Okay, cool, cool, cool. So. Ich will einfach nur den Schädel haben. So, die haben wir schon. Das ist quasi da in so einen hätten wir reinfahren müssen, damit wir überleben. Jule, grüß dich, schönen guten Abend. War das ein Auszug aus meinem Tagebuch? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, ey.
So, das Vieh ist nach links gelaufen, also gehen wir jetzt nach rechts. Ganz logische Konsequenz. Da ist ein Vieh. Das kommt natürlich hierher. Keine Ahnung, wo es ist. Ich glaube, es steht da. Das nehmen wir jetzt auch eins. Irgendjemand eine Markierung auf dem Boden gesehen? Ich nicht. Ich nicht. Ach ja, super. Ich habe nur ein Zeichen mir gemerkt, ne? Guck mal, ob das noch funktioniert. Tatsächlich. Ja, super. Sind wir jetzt am Anfang wieder? Wahrscheinlich müssen wir uns noch ein paar andere Zeichen merken, oder? Weil es immer die gleichen Siegel sind, scheinbar. Hier noch mehr? Drüben war doch auch noch eins. Sind alles die gleichen. Würde ich jetzt behaupten. Gucken wir mal. Ja. Okay, cool. Sehr cool, sehr cool. Oh ne, es hat mich gesehen. Lexi, Lexi. Gesagt, keinen Bock, den gleichen ganzen Weg jetzt nochmal zurückzulaufen. Also, von Anfang an sind wir ja hier durchgelaufen. Ich hab's jetzt nicht mehr gehört. Bewegt es sich da hinten? Ich seh's halt nicht. Mal die Augen auf. Kannst den Scheiß hier ruhig sehen. Kannst ruhig mit mir mitleiden. So. Oh, hier ist noch ein Schädel. Ich hoffe, es ist der letzte. Ohne Scheiß jetzt, ne? Alles kacke, ein Schädel. Ah! Blöd! Am Laptop siehst du mehr, alles klar. Es ist halt auch sehr dunkel, das Spiel, ne? Muss man dazu sagen. Vermute, es soll so sein. Eins neben mir, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Nicht die geringste. Hier? Ach. Leichenberge. Ganz vergessen, da kann man sich auch verstecken. Könnte ich jetzt vielleicht den letzten Kopf finden?
Ja, schön, dass du mein angsterfülltes Gesicht siehst. Freut mich doch. Das ist halt eigentlich so gar nicht mein Genre, ne? I'm gone. Whatever you see, it's not me. It's the only way they stop liking us.